Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kalinkas Küche. Heute reden wir nicht übers Kochen oder Backen, sondern reden wir schon ein bisschen über den Garten. Es ist jetzt ja noch Januar und kann man nicht viel tun. Es ist wirklich sehr kalt und bei uns hier in Schleswig-Holstein liegt noch sehr viel Schnee und sehr kalt. Aber wir können schon uns ein bisschen vorbereiten. Zum Beispiel als Erste im Januar, da denke ich über meinen Plan. Und dafür führe ich mein so ein Garten-kleines Buch und auch habe ich so eine Mappe, wo ich mir alles sozusagen festlege, was ich in dieses Jahr werde ich machen, was möchte ich gerne einpflanzen dieses Jahr, weil er sagt, oh Luba, du hast einen großen Garten. In meinen Augen, ihr könnt noch mehr haben, weil alles anpflanzen, trotzdem kann ich es nicht. Und deswegen schaue ich mal, was ich dieses Jahr mache und was ich dann nächstes Jahr vielleicht mehr mache. Wenn ich ein Jahr zum Beispiel Rosenkohl angepflanzt und haben mir auch genug angekocht, dann im nächsten Jahr lasse ich das weg und pflanze mir lieber was anderes, zum Beispiel Rotkohl und so weiter. Und so versuche ich meinen Platz so auszunutzen, dass ich zum Beispiel sozusagen ein Jahr irgendwelche Pflanze rauslassen kann oder vielleicht nur ein, zwei davon pflanzen, dass ich erstmal auch was Frisches habe. Ich habe mir so einen Plan gemacht von meinem Garten und habe mir richtig so ausgedruckt haben, dass ich dann jedes Jahr weiß, was ich auf meine Beete gepflanzt habe und was ich dann zum Beispiel versetzen muss, weil manchmal zum Beispiel sowas wie Kartoffel am besten jedes vierte Jahr auf das gleiche Stelle zu pflanzen oder Erdbeer jedes dritte Jahr umsetzen. Und dann weiß ich auch zum Beispiel auch Folgekulturen. Was nach was kann ich das anpflanzen? Schreibe mir natürlich auch ja. Und dann kann ich vergleichen, was ich jedes Jahr auf dieser Stelle gepflanzt. Es ist so, es gibt im Garten bestimmte Pflanzen, welche immer da stehen. Und ich habe mir so aufgezeichnet, wenn ich in meinen Garten reinkomme, auf die rechte Seite, sind nur Beete. Auf die linke Seite ist es mehr so Deko, Blume, Büsche, und dann, naja, so zum Erholen, kleine Wiese und so weiter. Und dann geht es los. Bei dem Zaun, da sind meine Kräuter und die sind immer da. Deswegen habe ich dir schon alles aufgeschrieben und dann die Beete nummeriert. So, ich habe 6 Beete, welche kann ich komplett immer einpflanzen. Und 7. ist das bei mir hier, wo die Apfelbaum, da sind noch auch Flieder. Und drunter mache ich so ein Mix Blumen für die Bienen, für die Insekten. Ganz am Ende da mal ein paar irgendwelche Kräuter kann ich noch reinmachen unter die Bäume und so weiter. Aber die 6 Beete plane ich mir, was ich da anpflanze. Und manchmal natürlich, es wird man sich verrechnen, weil die Beete bei mir sind 6 Meter lang. Und dann manchmal, wenn ich nur 3 Sorten von den irgendwelchen Pflanzen mehr reinschreibe, dann, wenn es soweit ist und live werde ich das machen, dann sehe ich auch, nee, 2 Meter mal 1 Meter breit, Spinat, nee, doch, das ist doch zu viel, dann wird noch was dazu anderes eingepflanzt. Und für dieses Jahr habe ich auch schon mir gemacht, was ich alles werde einpflanzen. So, da liegt der schon hier. Ist schon fertig, was, wo, an welchem Beet werde ich anpflanzen. Alles schon fertig. Dann habe ich noch natürlich ein Hochbeet. Für Hochbeet dann zeichne ich mir wieder was anderes, neuer Plan. Und dann habe ich noch ein paar kleinere, sowie kleine Gewächshäuser oder Hochbeete mit dem Deckel. Da wird die meistens Kräuter oder zum Beispiel Radieschen wachsen da auch wunderbar gut und werden nicht von den Schnecken auch gefressen und so weiter. Und so plane ich. In meinem Buch schreibe ich auch hier gleich, was zum Beispiel, auf was muss ich achten.
welche Sorte von den bestimmten Pflanzen, zum Beispiel Erbsen, schreibe ich mir. Im 21. Die Zuckererbsen Ambrose war sehr gut, reiche Ernte, super gewachsen, aber zum Beispiel Erbsen Exzellent war nicht so gut. Die sind nicht alle rausgekommen, ziemlich schnell gewachsen. Heute habe ich geguckt, am nächsten Tag sind die schon so dick waren und mehlig. Da muss ich dann auf solche Sachen auch achten. Und das schreibe ich jedes Jahr, was ich anpflanze. Oder zum Beispiel, wenn ich Knoblauch ernte, was ich danach darf anpflanzen. Oder dann im folgenden Jahr was anpflanzen. Und was natürlich hat sich gezeigt, ja, das ist super. Das kommentiere ich alles in meinem Buch. Und so hilft mir natürlich immer auch sehr gute Ernte zu entziehen, weil darauf achte ich. Ich schreibe mir auch, welche Dünger verwende ich. Was habe ich schon ausprobiert? Wie zum Beispiel habe ich probiert, mit den Zwiebelschalen die so als Tee zu machen, dann durchsieben und meine Tomaten zu besprühen. Gurken, Zucchini, das hat mir geholfen, sogar von den Mehltau zu schützen. Es muss natürlich aussehen, ein Jahr zu dem anderen Jahr ist unterschiedlich wegen unserer Klima. Und deswegen, ein Jahr funktioniert das vielleicht super, und das nächste Jahr muss man was anderes noch dazu machen. In einem Jahr habe ich immer Kräutertee gemacht aus meinen Kräutern aus dem Garten. Ich habe einfach Thymian, Rosmarin, was da ich noch alles hatte, Bohnenkraut, alles als Tee gemacht und meine Pflanze besprüht und ich hatte keine weißen Fliegen. Nicht am Rosenkohl, nicht irgendwo. Pfefferminze, sehr gut da. Diese Kräuter, welche richtig stark riechen, wollen die danach die Insekten an diese Pflanze gar nicht dran gehen. Es waren keine Löse, es waren keine weißen Fliegen. Ja, und was kann man jetzt noch mal machen? Plan erstellen für den Garten, was wir da alles machen wollen. Mein Garten ist ziemlich weit. Naja, wie sagt man, ziemlich weit, aber ich muss über halbe Stunde schon fahren. Und das ist nicht so, wenn man aus der Tür rausgekommen ist und gleich im Garten, wie wir es früher in Thüringen hatten, da hatte ich jede Minute, wenn es so gepasst oder schönes Wetter war, bin ich runter in meinen Garten gegangen und mal das und das gemacht, mal das und das aufgeräumt und mal irgendwelche Büsche müssen wir dann vielleicht schon geschnippelt werden, abschneiden werden und so weiter. Jetzt geht mir es ein bisschen komplizierter. Jeden Tag ist es auch anstrengend, dahin zu fahren. Und da fahren wir jeden zweiten, dritten Tag dann ab Frühjahr und dann bis zum Herbst, bis dass wir ernten. Und im Winter, mein Garten steht sozusagen, ruht sich. Ich ruhe mich und mein Garten ruht es auch. Wir werden dann anfangen, irgendwann so wahrscheinlich schon im März vielleicht mit aufräumen. Und ein paar Sachen kann man auch schon mal vielleicht unter den Tunnel reinmachen. Wenn ihr Gewächshäuser habt, natürlich kann man manche Sachen ein bisschen eher vorziehen, weil dann im Gewächshaus kann man was reinsetzen. Das habe ich jetzt nicht. Aber trotzdem, ich kann mich nicht beklagen. Ich habe immer gute Ernte, genug Gemüse und kann viel auch einkochen und einfrieren und verschenken. Was habe ich schon jetzt aber gemacht? Weil zum Beispiel sowas wie Chili, Paprika, Auberginen, Physalis, diese Pflanze dauert ziemlich lange, bis dass wir die sozusagen vorziehen und auspflanzen dürfen und dass wir dann auch ernten dürfen. Sowas zum Beispiel wie Paprika und Chili, es könnte dauern bis 250 Tage. Es ist sozusagen, wenn wir im Januar angesät haben, im August, Ende Juli, August, ernten wir erstmal. Deswegen am besten solche Pflanzen jetzt schon einpflanzen. Und einpflanzen gibt es viele Methoden und ich habe schon wirklich vieles ausprobiert. Und ich habe in meinem Playlist Garten auch dafür viele Videos
wie ich mag zum Beispiel einpflanzen in den Schnecken. Ich habe hier im Haus auch nicht viel Platz zum Vorziehen, deswegen ziehe ich auch nicht alles vor. Ich habe diese Möglichkeit nicht, das alles zu vorziehen. Aber sowas wie Paprika, Chili, Gurke, Zucchini, Kürbis, Tomaten, viele Sorten, das ziehe ich vor. Und auch von manchen Blumen, besonders Tagetes, das ist meine Lieblingsblumen, die ziehe ich auch immer vor. Diese Methode Schnecken, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt hier schon in diese kleinen Schälchen, ich werde jetzt erstmal zählen, 1, 2, 3, 4, 8. 8 Sorten von Paprika, Chili und Peperoni reingesetzt in so eine kleine Döschen. Wenn ich jetzt 8 Schälchen gemacht hätte, da hätte ich schon so viel Platz brauchte. Ich habe jetzt das gemacht, erstmal ohne Erde, nur für die Samen einweichen. Erstmal habe ich die Samen in so ein Schälchen reingemacht und mit dem Kamillentee, so einem warmen Kamillentee, übergossen, über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag habe ich das abgesiebt und dann mache ich so eine Schnecke. Und die sehen dann so aus. Es ist ein Stückchen Folie. Und Folie bekommen wir wirklich genug in unserem Alltag, egal was wir nicht kaufen oder was bestellen, ist immer alles abgepackt in Folie und die schmeiße ich nie weg. Da zum Beispiel hier eine Tüte. Warum soll ich die wegschmeißen? Ich kann die vielleicht noch benutzen, zum Beispiel jetzt. Dann schneide ich mir ein Stückchen von der Folie ab, nehme so ein Stückchen Klopapier, lege auf die Folie, beträuble es mit dem Kamillentee und lege die Samen drauf. Danach drehe ich es zu und drehe es zusammen. Dafür habe ich auch ein Video und ich möchte mich nicht unbedingt das wiederholen, wie es wird gemacht. Aber so wird es auch gemacht. Und dann sieht er dann so aus. Hier auf den Folie schreibe ich mit wasserfestem Stift, was ist das? In dem Fall ist das Spitzpaprika rot. So, und dann drehe ich zu. Es fangen die schon, sieht man hier bei dem Spitze, wo die Same ist. Es sieht man schon ein bisschen so, wie öffnet sich die Same. Drehe ich es zu und stelle in so ein Schachtelchen. Im Schachtelchen ist nur ganz bisschen Wasser, aber wirklich ganz bisschen. Es soll nicht richtig im Wasser stehen. Und dann, wenn ihr noch Beutel oben drauf macht, dann habt ihr diese sozusagen Gewächshausklima, so eine feuchte Klima. Es wird nicht verdammt das Feuchtigkeit, sondern bleibt es feucht und stellt ihr irgendwo warm. Bei mir steht es oben, aber nicht direkt auf die Heizung, dass nicht zu heiß wird und die Samen gehen kaputt. Ich habe mir da so ein Brettchen draufgelegt und auf das Brettchen stelle ich diese Schälchen, dass es nur warm, so kuschelig wird, nicht heiß. Und lasse ich jetzt so fast bis eine Woche stehen, so 5-6 Tage und dann kann ich die in die Töpfchen, in die Erde reinstecken. Oder lege ich dieses Papier mit den Samen auf die andere, größere, breitere Folie und bedecke mit Erde. Und dann drehe ich mit Erde so eine Schnecke. Diese Methode ist meine beste Methode. Ich liebe das, weil es nimmt sehr wenig Platz und ich kann mehrere Pflänzchen vorziehen. Schaut bitte, liebe Freunde, meine Videos. Ich stelle euch auch unten ein paar Links zu solchen Videos. Schaut mal rein. So, liebe Freunde,
Dann habe ich noch eine Methode, es ist mit heißem Wasser übergießen. Manche Sachen haben gut geklappt, manche Sachen nicht. Und es war auch so, dass ich zum Beispiel Stiefmutterchen ein Jahr mit heißem Wasser angepflanzt, so angesiedelt, und die kamen nicht. Nicht ein einziger. Und nächstes Jahr habe ich doch ein paar nochmal probiert und die kamen alle. Oder die Samen sind schon alt. Auf jeden Fall, es lag an den Samen. Deswegen, wenn ihr was das ausprobiert, probiert erstmal mit dem paar Samen. Nicht so, dass ihr die ganze Tüte jetzt macht und dann macht ihr kaputt. Ich will nicht schuld sein. Und dann habe ich noch was anderes ausprobiert. Wir nehmen ein Töpfchen, geben wieder Erde. Ich bevorzuge Aussaaterde, weil die schon so bestimmt mit ganzer Zusammensetzung, dass für die Jungpflänzchen es ist sozusagen am besten zu wachsen. Wenn ich aus dem Garten Erde nehme, dann muss ich die unbedingt durch meinen Backofen erstmal lassen, aufheizen, sonst hat man dann Haufen Trauermücken. So, und für die Trauermücken auch dieses Beispiel, was ich euch jetzt gebe, auch sehr gut. Wir haben jetzt hier Erde drauf gemacht und keine Samen erstmal. Wir machen jetzt auf unsere Erde heißes Wasser und damit wird unsere Erde gleich warm. Das hat sich wirklich auch sehr gut gezeigt. Das habe ich ausprobiert. Nicht auf die Samen heißes Wasser, sondern auf die Erde. Und schaut, mein Wasserkocher gerade jetzt gekocht. Die Erde wird jetzt nicht kochen heiß. Und ich lege jetzt ein paar Samen von italienischer Peperoni Stromboli. Stromboli. So, geben wir ein paar da drauf. Was könnt ihr eventuell noch machen? Gleich ein Tipp nebenbei. Jede Paprika, Samen oder Chili hat diese ganz kleinen Zipfelchen. Woher dann kommen die Wurzelchen, wo die keimt? Die kann man mit Nagelschere ganz vorsichtig nur die Spitze abschneiden. Aber das ist wirklich mühsam. Habe ich schon mal probiert. So, und jetzt oben drauf decken wir auch wieder zu. Nur ich nehme nicht die Erde, sondern die Kokoserde. Und Kokoserde bleibt oben immer trocken. Gießen dann lieber in die Schale von unten und da könnt ihr auch sehr viele Trauermücken vermeiden. So, mein Kamillentee ist ein bisschen schon abgekühlt, nehme ich mir ein bisschen in die Schale, gebe heißes Wasser noch dazu, dass ich sozusagen einen warmen Tee habe und begieße das erste Mal von oben und danach nur von unten. Ja, da tropft schon. Aber die Kokoserde trocknet ziemlich schnell oben. So, stecke erstmal in so ein Töpfchen, weil das Wasser unten tropft und dann habe ich auf dem Tisch hier Sauerei. Was das Gute hier jetzt ist, das muss man auch wieder ein Beutel oben drauf machen, dass wir so eine warme Klima erzeugen. Das ist natürlich ein bisschen zu groß, aber nicht schlimm. So. Und so bleibt es, bis dass die rauskommen. Ich schaue mal ab und zu da. Es wird auch nicht so schnell austrocknen, wenn ihr diese Klima baut. Dann wird es wie in so einem Gewächshaus. Und wenn die dann sehen, dass die Samen gekannt haben, nur dann nehmen wir den Beutel ab. So, das haben wir jetzt auch. Diese Methode mit dem heißen Wasser könnt ihr euch aussuchen. Es wirklich funktioniert sehr gut. Also auch nicht vergessen, aufschreiben. Das werde ich dann gleich jetzt machen. So, was können wir noch im Januar machen? Wir können auch unsere Samen vorbereiten. Und ich habe ein Video, wo ich die Samen von den Möhren bearbeite. Und ich habe dafür wirklich so viele gute Kommentare bekommen, dass die jetzt mit den Möhren viel besser Ernte haben, weniger Krankheit haben und auf jeden Fall Positives.
Und jetzt vor kurzem habe ich wieder ein paar alte Bücher bekommen und habe jetzt geblättert in diese altes Wissen neue entdecken. Haushaltsgeheimnisse aus alter Zeit. Und das ist von ADAC-Buch. Sehr, sehr gutes Buch. Es ist, ich glaube, Ausführung von 2006. So viele schöne Sachen hier steht von wirklich von früher. Ob das für Erkältung oder Haushalt führen und auch Garten. Und da habe ich eine Seite entdeckt und steht Saatgutbeizen. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich euch gezeigt habe. Nur ich hatte diese richtige Wort nie gehabt und habe nur gesagt, die Samen vorbereiten. Und ich will nun ganz kurz was vorlesen. Mit einer Beize aus Kräuterauszügen und verdünnte Milch beschleunigten die alten Klostergärtner nicht nur die Keimung des Saatgutes, sie wussten auch schon, dass die Beizung von gefürchteten Krankheiten wie Schwarzbeinigkeit und Unfallkrankheit dient. Außerdem fördert sie die Blüten- bzw. Fruchteinsatz beim Blumen und Gemüse. Und hier sind auch dann Beispiele für den Beize mit Baldrian, mit Kamillen, Knoblauch, Meerrettich, Magermilch. Und genau das Gleiche steht hier in einem Läppchen. 10 x 10 cm die Samen reinmachen, Säckchen machen, Tee oder was ihr da vorbereitet, reinmachen und mindestens 15 Minuten drin lassen. Bei den Hülsensamen, wie zum Beispiel Erbsen oder Bohnen, da lege ich auch in so einen Tee über Nacht oder manchmal sogar so einen halben Tag, fast bis 2 Tage, wo ich sehe, dass es aufgeht und schon ein bisschen so wie Keim. Und dann gleich aus diesem Tee wird dann angesät. Hülsenfrüchte müssen die gleich sofort in die Boden reinmachen. Die anderen, wie zum Beispiel Radieschen, Samen von Möhren oder Petersilie, die am besten das vorbereiten und danach trocknen. Nach dem Trocknen wieder in die Tüte rein und danach kann man schon im Garten ansehen. Oder er macht ja auch Saatband. Dafür habe ich auch ein Video. So, liebe Freunde. Und was mache ich noch? Da sortiere ich noch meine Stäbchen, was ich alles habe. Ob das ich muss sauber machen, wenn ich dann im Herbst vielleicht nichts geschafft habe und so weiter. Sortiere ich schon gleich nach den Sorten. Zum Beispiel, das ist alles nur Tomaten, aber unterschiedliche Sorten. Und dann binde ich die zusammen. Und später, wenn ich dann schon Pflänzchen mache und meine Töpfchen habe, dann muss ich die ganze hier mein Chaos nicht sortieren, weil es ja schon sortiert. Hier habe ich auch schon so gelegt, dass ich zum Beispiel hier haben nur Paprika, dann Chili, Peperoni, dann kommen die Gurken und so geht es so. Auch schon ein bisschen so aussortiert. Und die Vorbereitung, die kann man natürlich lieber jetzt machen. Also danach wird dann aussaat und dies und das. Und jetzt im Januar genau richtige Zeit. Es kann man jetzt nicht sehr viel anpflanzen, schon Ende Januar und besser dann im Februar. Und mit Tomaten fange ich erstmal im März, Mitte März, Ende März. Dann lieber die klein sind, aber kräftig, also groß und dünn. Und das muss jeder natürlich für sich selber sehen. Es sollte dieses Mittelpunkt Licht und Wärme irgendwie so gleichmäßig sein, ja? Weil jetzt ist es noch zu wenig Licht. Aber beim Keimen braucht man noch nicht so viel Licht. Aber wenn wir dann schon auspflanzen, die Pflänzchen, dann braucht man Licht. Ich habe dafür eine Kunstlicht. Den hatte ich euch mal letztes Jahr auch gezeigt. Ich bin voll zufrieden mit dieser Lampe für meine Verhältnisse, was ich vorziehe. Es ist komplett ausreichend und nicht so teuer und ein bisschen sparsam im Strom, weil er hat 4 Arme und ich muss nicht alle 4 Arme immer anmachen, wenn ich nur anfange zu
zu sozusagen zu pikieren danach die Pflänzchen. Ja, was kann ich noch euch sagen? Ich glaube, ich habe jetzt schon alles so gesagt, allgemeine. Das Einzige, was ich möchte euch noch zeigen, ich habe von Sascha Safe Bio einen Kalender bekommen. Und das ist auch wirklich ein super Kalender. Erstmal hier habe ich noch zwei Tütchen von den Sommerblumen. Einjährige und mehrjährige, so ein Mix, den werde ich auch dann einpflanzen, aber sein Kalender wirklich ist sehr schön und sehr hilfreich, weil es geht zum Beispiel schon mit Januar und dann steht, was können wir im Januar schon machen, ja? Was können wir schon einpflanzen und Ende Januar kann man vielleicht Sommerporree schon vorziehen oder irgendwelche Kohlgemüse und das steht bei Ihnen. Alles hier super. Ich kann euch Link zu seinem Shop machen und ich habe mit denen eine Kooperation und wenn ihr da bei ihnen was bestellt, dann bekomme ich eine kleine Provision und da bin ich euch dankbar für jede kleine Hilfe. Ja, das ist wirklich ein sehr schöner Kalender, wo kann man dann sich auch gleich aufschreiben, wann und was möchte ich gerne aussehen im Februar oder März und dies und das. Wirklich sehr schön. So, liebe Freunde, ich werde langsam jetzt Schluss machen und wünsche euch natürlich einen guten Start in unser Gartenjahr. Und ich versuche mein Bestes und versuche euch mal was zu zeigen. Ich bin ja nicht so wirklich Profi in Gartenvideos wie die anderen, aber ein bisschen zeige ich euch schon. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde. Toi, toi, toi. Mit eurer Vorzug und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!